Boys and Girls, herzlich willkommen in einer wunderschönen Stadt. Sie nennt sich Chur und es ist ordentlich etwas los. Eine Budgetparty ist angesagt, in drei verschiedenen Clubs, drei verschiedene Soundstile. Wir werfen uns jetzt ins Getümmel. Aber nicht nur zum Party machen, sondern auch zum Schauen, wo sich die mutigen Churer und Churerinnen verstecken. Wir spielen das Game, das nennt sich Getraust du oder Getraust du nicht. Und es gibt ordentlich etwas zum Gewinnen. Darum machen wir uns jetzt auf die Suche nach Kandidatinnen und ihr kommt mit. Gentlemen, ich habe zwei Kandidatinnen gefunden, die sagen, sie sind mutig, nämlich einerseits Samira, hallo. Hallo. Und deine frisch kennengelernte Kollegin Danina, hallo Anina. Hallo. Wir haben dich erst vorher noch kennengelernt, an dem Budgetpart, ist das so? Genau, ja. Was ist das Mutige, was du das Mutigste, was du je gemacht hast? Go-Kart fahren. Go-Kart fahren? Ja. Hast du ein Crashboat? Nein, nicht mal. Ich bin mal gespannt, wie das heute aussieht. Was ist das Mutigste, was du je gemacht hast? Canyoning. Canyoning? Ja. Das sind ja ganz besonders mutige Kandidaten. Sind ihr bereit für unser Spiel? Getraust du oder getraust du nicht? Ja. Ja. Es gibt 250 Franken Migros-Gutschein. Und alles, was ihr machen müsst, ist Challenges bestehen. Es hat ein paar fiese Sachen, ein paar weniger fiese Sachen. Okay. Lies mal bitte laut vor. Such dir ein Publikum und mach einen Freestyle-Rap. Zeit eine Minute. Bringst du es an? Nimmst du die Challenge an? Anna. Ja. Du getraust dich? Ich getrau mich. Super. Also, eine Minute Zeit für dich. Den Beat kannst du dir denken oder soll ich ihn für dich machen? Gerne. Mach dir einen Beat. 3, 2, 1. Yo Mann, ich bin Schuhmacherin und du hast rote Schuhe. Du siehst verdammt schüchtern aus. Geile Haare, dein Bier ist cool. Ich liebe gerade eine Budgetparty, Herz drauf. Du hast einen Ohrring an wie eine Frau. Sorry, es sieht einfach nicht sehr gut aus. Ja, ist gut, hast du bestanden. High five. Lago mio. Ja, blamiert vor dem Fernsehen. Liebe Anina, du bist jetzt gefragt. Sie hat gut vorgelegt. Jetzt kannst du die nächste Challenge ziehen. Bitte schön. Mal schauen, was ist. Bitte laut vorlesen. Auf den Dancefloor zeig uns deine Breakdance-Skills. Okay, Breakdance für dich ein Thema? Nein, überhaupt nicht. Nein, sorry. Nimmst du die Challenge an? Du kannst deine eigene Art von Breakdance machen. Immer daran denken, es muss kein Headspin sein. Eine Minute tanzen, ein bisschen so Breakdance-mässig. Getraust du oder getraust du nicht, Anina? Ja. Okay, Baby. Ab zum Dancefloor. Die Gegnerin Danina hat Breakdance, zumindest hat sie Dance, weil es jedenfalls durchgeht. Challenge ist geschafft. Jetzt geht es mit dir weiter, liebe Samira. Bist du bereit? Ja, bereit. Dann zieh bitte das nächste Kärtchen und lies es laut vor. Mach jemanden auf Chinesisch eine Liebeserklärung. Kannst du Chinesisch? Nein. Dann musst du einfach so tun, als kannst du Chinesisch. Nimmst du die Challenge an, ja oder nein? Ich nehme sie an. Okay, das haben wir gehört. Dann machen wir uns jetzt auf die Suche nach einem hoffentlich hübschen Mann. Sheng Shang Chu Sha Sha Shi Sha Sha Ashang Gong Ga Shu Kong Chong. Ist alles klar, oder? Ja, ja, das ist gut. Abschleppen. Was hat sie jetzt gesagt? Es ist mega verliebt. Deutschland! Danke! Yo! Wow, High Five! Challenge bestanden! Sie ist recht am einen durchgegeben, deine Kontrahentin. Bist du bereit für die nächste Challenge, Anina? Voll. Jetzt musst du alles geben. Zieh deine nächste Challenge. Und was steht drauf? Mach bei 10 Jungs einen Nippel-Zwitter. Ja, man kennt es von der Primarschule. Kurz, aber heftig. Nimmst die Challenge an. Getraust dich oder getraust dich nicht? Ja. Dann kann man nochmal unseren Moderator zählen, auch für die 10 Männer. Hoffentlich nicht weh, da kann man mal. Ja, Nippelzwitter! Und wie ist die Zeit? High five, Anina! Hey, du hast Übung, gib's zu!
Wie? Das ist viel Übung im Nippelzwittern. Klar. Gut, Nippelzwittern ist Ordnung. Wir fahren mit dir weiter, liebe Samira. Bist du ready? Ja. Was musst du machen? Lies mal vor. Schmink dein Gesicht vollständig ab. Jetzt. Und ich frage dich, getraust du dich oder getraust du dich nicht, dein Gesicht jetzt aufzustellen, abzuschminken? Du getraust dich also? Ja, aber ich will abschminken. Okay. Aber sonst geht es mit Seife. Krass. Respekt. Respekt. Wow. Nicht schlecht. Du siehst sicher auch ohne Blick so gut, oder? Zu der bestandenen Challenge und zweitens, du siehst sehr gut aus ohne Make-up. Danke. Komplimente. Du kannst lügen. Nein, ich lüge nie. Sodali, die eine Dame ist abgeschminkt und was deine Challenge ist, das finden wir jetzt gerade raus. Was steht drauf? Gib einem Fremden einen Lapdance. Oh la la, getraust du dich oder getraust du dich nicht? Cool. Sie nimmt die Challenge an, suchen wir einen Mann. Ich merke, du bist am Zögern. Lapdance? Ja. Zu harter Stopp? Ja, schon. Ich frage dich noch einmal, das letzte Mal. Getraust du dich oder getraust du dich nicht, Anina? Nein. Anina steigt aus und damit haben wir eine Siegerin, liebe Samira! Du gewinnst 250 Franken Mikro.